Das ist wieder der Leuchtturm vom Anfang. Ray. Wiedersehen. Isn't this awesome, Sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, Slowpoke. Hold on. Muss das mal Ray fotografieren oder was? I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? This is the exact same path I was on during my nightmare today. Weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hier irgendwie was fotografieren? Vielleicht. Vogel. Ja, nur wieder. Oh, this will be a great nature shot. Stay still, Birdie. Wieder der blaue Vogel von vorhin. Ist er nicht gegen das Fenster geflogen? I got you. Ah. Oder. Maximale Blende-Errungenschaft. Oh ja. Gut, gut, gut. Hier. Wieder ein Anschlagbrett. They haven't updated this sign since the 1980s. Slowpoke heißt Schnecke scheinbar. So, Spitzwort. Spitzname. Flora und Fauna von Arcadia Bay und du. Hallo Naturliebhabende Oregons. In diesen Wäldern findet ihr eine Vielzahl an Tieren, aber das heißt nicht, dass sie nach euch Ausschau halten. Bären, Schlangen, Kojoten und Wölfe können sehr gefährlich sein. Seid vorsichtig. Füttert keine Tiere im Wald. Bitte bleibt auf dem Pfaden und fragt einen Ranger, wenn ihr Hilfe braucht. Graffiti. Füttert nicht den Bigfoot. Bleibt weg, weißer Mann. Ja, wie sagt man? Nicht Spitzwort. Spitzname. Nee. Was schon. Ach. Lach mich doch nicht aus. That old fence is part of the landscape now. The path behind it leads to the parking lot. Oh, da ist noch eine Flasche. People can be such pigs. Ja, dann räum's doch weg, wenn dir das nicht passt. Oh, ne? Hör, hier ist so viel Müll. Aber wer kommt jetzt hello, nicht? Cute little squirrel. Hi. You and me. Stare contest. Okay, Eichhörnchen hat verloren. I feel like I'm in my nightmare again. Okay. Riecht noch mehr Müll. Hier sieht's aus wie Sau. Was? Oh, was? Wie? Oh! Schönes Veilchen. Mensch. Warte. Erde an Max, dein Ritter in strahlender Rüstung hier. Ich weiß, du sorgst dich um mich, Foto. Ich schulde dir was. Danke für heute. Ruf dich später an, okay? Versprochen. KP, du musst mir noch du musst mir noch dein großes Geheimnis erzählen. Keck. Was heißt ein Keck? Keine Ahnung. Kate. Tut mir leid, Kate. Ich war ein Angsthase. Hier. Das war echt uncool, Max. Du hättest mir helfen können. Tut mir leid, Kate. Ich war ein Angsthase. Ich habe nicht gesehen, dass es blinkt. So, oh Gott. Hier sind so viele. Okay. Scheinbar sind wir fast am Ende von der ersten Episode. Ja gut. Rachel. Wo ist Rachel Amber? Obwohl die Blackwell Academy so abgelegen und friedlich wirkt, holt einen auch hier die traurige Realität ein, wie die vermissten Poster auf dem gesamten Campus zeigen. Ich habe ihren Namen schon durch Osmose gelernt. Ich glaube, sie war eine beliebte Schülerin und verschwand vor 6 Monaten. Rachels Foto auf dem Vermisst-Poster ist toll. Sie posiert und sieht hübsch aus, wie ein Model. Wer sie wohl fotografiert hat? Ist sie von zu Hause weggelaufen? Hoffentlich, um ihretwillen. Es ist so traurig, ihre Eltern tun mir leid, so eine Scheiße durchmachen zu müssen, seufzt. Ganz gleich, wie sehr Blackwell einer geheimen Sphäre voller Wissen ähnelt, der Realität entkommt man nicht. Ja, müsste ich, Dirk. Müsste. Ich wusste, wenn ich Warren mein Handy gebe, jagt er es für Wissenschaft in die Luft. Er will seinen USB-Stick nach weniger als einer Woche zurück. Er meinte, ich solle mir alles ansehen. Es seien massenhaft coole TV-Serien und Filme darauf. Gott sei Dank war das kein Porno. Und ich bin dankbar für Warren. Er ist ein echter Freund und wir teilen viele Interessen.
Er liebt Wissenschaft, versteht Kunst und weiß gute Fotografie zu schätzen. Er sagt, er liebe meine Bilder, aber vielleicht will er bloß nett sein. Warren ist ein Geek, aber man weiß, woran man ist. Ich bezweifle, dass er mich anlügen würde. Es fühlt sich gut an, hier einen Verbündeten im gleichen Alter zu haben, und er bringt mich zum Lachen. Ja, ich bin, wie gesagt, ich mache auch nicht mehr so lange. Ich mache jetzt die Episode noch durch und das dauert nicht mehr allzu lange, denke ich mal. So, Chloe. Dann ist da noch Chloe Price. Was sagst du nach 5 Jahren Funkstille zu deiner besten Freundin? Nachdem du ihr Leben gerettet hast? Nichts. Ich fühle mich so mies, dass ich mich nicht gemeldet habe, obwohl mal angeschrieben habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Sie sieht so vertraut und doch so anders aus. Sie ist erwachsen oder scheint mehr als nur ein Jahr älter als ich zu sein. Ich liebe ihre blauen Haare und punkigen Klamotten. Es macht Sinn, dass sie zur Rebellin wurde. Boah, was ist denn jetzt los? Sie sieht immer noch aus wie ein Pirat, mitten im Stage-Diving. Ihre Körpersprache sagt mir, dass sie sauer auf mich ist. Ich bin froh, dass ich die alte Chloe noch in ihr sehe. Oder ist es die junge Chloe? Sie muss wegen dem Tod ihres Vaters total fertig sein. Wäre ich auch. Das war eine furchtbare Zeit für Chloe und Joyce. Ich fühle mich schlecht. Vielleicht war ich froh, wegzuziehen, um den Kummer zu entkommen. Apropos Kummer. Sie hat sich offensichtlich mit Nathan Prescott Mist eingelassen. Kein Plan, was zwischen den beiden abgeht. Aber ich werde es herausfinden. Um jeden Preis. Oh Gott. Nochmal 5 Seiten. Nachdem ich Juliette den Beweis für Victorias Lügen geliefert hatte, sammelte ich Warrens USB-Stick ein. Dana war merkwürdig drauf, also sah ich mich um vielleicht den Grund zu erfahren. Ich fand einen Schwangerschaftstest und eine Notiz von Logan sowie einen Arzttermin. Dana gestand, dass sie schwanger war, und mir wurde klar, dass all meine Freunde genauso große Probleme haben wie ich. Seufz. Ich durchschaue die Zeitreise so langsam. Ich will diese Kraft nicht verschwenden, aber es muss einen Grund geben, dass sie mir verliehen wurde. Also lerne ich sie besser richtig einzusetzen. Ich begann damit, Elissa vor einem Football gegen den Kopf zu bewahren. Ich gebe zu, es war toll, ihr bei so etwas Simplem zu helfen. Ich sah auch, wie David Madsen Kate Marsh belästigte. Ich konnte nicht alles hören, aber der beschuldigte sie wegen etwas. Der kann nichts, außer Leute bezichtigen. Er war so sauer. Er ist ein Wachmann, nicht von der Stasi. Aber da ich ein kleiner Feigling bin, griff ich nicht ein. Ich hatte Angst. Manchmal fühlte ich mich doch wie ein kleines Kind. Kate war nicht glücklich, dass ich sie im Stich ließ. Und meine Fähigkeit war nutzlos. Der Tag wird immer merkwürdiger. Ich kann nicht glauben, was ich hier schreibe. Ich kann nicht mal Warren seinen USB-Stick geben, ohne Probleme zu bekommen. In diesem Fall hatte es seine guten und schlechten Seiten, wie das Yin und Yang des Lebens. Als ich Warren auf dem Parkplatz traf und sein neues Auto bewunderte, tauchte Nathan Prescott auf und drehte wieder durch. Er rückte mir auf die Pelle und beschuldigte mich wegen irgendeiner Scheiße. Obwohl ich Angst hatte, weil ich weiß, was er dem Mädchen vom Klo angetan hat, war ich wütend. Dann fuhr das Mädchen vom Klo in einem Pickup vor, meine ehemals beste Freundin Chloe Price. Unsere Blicke sagten, was zum Teufel? Dann saß ich in ihrem Truck, während Warren seine Männlichkeit bewies, indem er versuchte, mir Nathan von Hals zu halten. Ich schulde ihm was. Der Schock, Chloe das erste Mal in 5 Jahren zu sehen, hat mich gelähmt. Besonders nachdem ich feststellte, dass Nathan sie fast vor meinen Augen getötet hätte. Jetzt taucht Chloe aus heiterem Himmel auf und rettet mich. Von dem ganzen bizarren und unerklärlichen Scheiß von heute stehe ich in Chloes Auto zu... Was? Von dem ganzen bizarren und unerklärlichen Scheiß von heute steht im Chloes Auto zu sitzen, Musik zu hören und ihren Wackelkopffiguren auf dem Armaturenbrett anzusehen, ganz oben auf meiner Liste. Ich versuche zu verstehen, dass Chloe und ich beste Freunde waren, die sich nicht mehr kannten. Sie hatte blaue Haare, Piercings, coole Stiefel und ich sah aus wie ein Trottel. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Und von ihr kam kein Friedensangebot. Wir waren 2 Fremde. Wenigstens konnte ich durchatmen und feststellen, dass meine Kamera den Kampf zwischen Warren und Nathan nicht überlebt hatte. Es war mir egal bei all dem, was los war. Aber zusammen mit allem, was vor sich ging, war es ätzend. Nach 5 Jahren das erste Mal in Chloes altem Haus zu sein, war wie die ultimative Zeitreise. Manches war offensichtlich anders, manches unverändert. Das Haus roch noch genauso wie damals. Chloes Zimmer war wie eine Explosion ihrer erwachsenen Persönlichkeit, cool und chaotisch. Ich konnte sehen, dass sie sauer war.
Sie wollte kiffen und chillen, also erkundete ich ihr Zimmer, um zu sehen, worauf sie sich heute so steht. I am the other man. The other one. Dann fand ich ein Foto von Chloe und Rachel Amber. Chloe flippte aus und wirkte mir einen dafür rein, dass ich mich nie gemeldet habe. Ich hab's verdient. Sie und Rachel waren beste Freunde geworden und wollten Ruhm und Reichtum nach Los Angeles abhauen. Rachel bedeutet Chloe sehr viel, deshalb hat sie die vermissten Poster aufgehängt. Ich fühlte mich noch mieser, dass ich sie all die Jahre allein ließ, in denen sie mich am meisten brauchte. Du bist scheiße, Max. Chloe ist besessen von Rachel und meint, sie verschwand, nachdem sie einen tollen Typen getroffen hat. Wohl ein Psycho aus dem Netz. Chloe wollte was rauchen und allein sein, also ging ich runter, um meine Kamera zu reparieren. Ich erkundete weiter und zog den Paranoia-Hauptgewinn. Ein Überwachungssystem in Chloes Haus mit Kameras im Flur und in einigen Zimmern. Echt unheimlich. Wie paranoid muss man sein, um Kameras in seinem eigenen Haus anzubringen? So wie Chloes Stiefvater schätze ich. Ich verstehe, warum sie rebelliert. Ich konnte meine blöde Kamera nicht reparieren. Chloe sah das Schmetterlingsfoto und wusste, dass ich im Bad den Alarm ausgelöst hatte. Ihre Haltung änderte sich völlig, als sie erkannte, dass ich ihr das Leben gerettet habe. Es hätte auch anders ausgehen können. Sie war so glücklich, als seien wir wieder Kinder, und es war toll, sie so zu sehen. Sie gab mir sogar die alte Instamatic-Kamera ihres Vaters als Symbol unserer Wiedervereinigung. Sie drehte die Musik auf und tanzte auf ihrem Bett wie eine Verrückte. Sie brachte sogar mich zum Tanzen. Ein wenig. Dann tauchte Chloes Skifahrer auf. Es war David Metzen. Ich versteckte mich im Schrank und dann kam David rein, wütend wegen der Musik. Außerhalb der Schule war er noch furchteinflößender. Er beschuldigte Chloe, eine seiner Waffen gestohlen zu haben. Dann wurde es ernst. David fand Chloes Joint und rastete aus. Ich konnte es nicht ertragen. Immerhin war sie an diesem Morgen fast gestorben. Also kam ich heraus und sagte, es sei meiner. David bedrohte mich, doch Chloe war klasse und drohte ihm. Er verzog sich sehr schnell. Chloe war gerührt, dass ich die Schuld auf mich nahm. Sie hatte tatsächlich eine Waffe geklaut und wedelte damit herum wie ein Idiot. Zu viel Feuerkraft für sie an einem einzigen Tag. Oder einem Leben. Zum Glück beschloss Chloe und ich, auf Erkundungszug zu gehen, wie beste Freunde. Der Text. Birds are so lucky, they can always escape. Hier gibt's eine Karte. Schauen wir mal. Wowzer, Chloe drew that to mark our tree fort. So we'd always be able to find each other in case of emergency. Schön. Was gibt's denn hier? Lagerfeuer. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. I never made it. Warum auch nicht? Das ist ja eine schöne Aussicht hier, ne? Trust no one. Vertraue niemandem. Hier gibt's einen Affen. Graffiti. Clearly, the Bigfoots are everywhere. Noch irgendwas? Hallo? Alles rostiges Fass. Hier. Graffiti. Weird. Those glyphs remind me of the wind. Warum denn den Wind? Wie kommst du denn da drauf? Oh, hier ist noch was. Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? Hä? Fußspur? Was haben wir hier noch? Müll. Jede Menge Müll. Leuchtturm. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Hoch das Gebäude. Kann ich nach oben gucken. Schade. So, dann gehen wir mal zu Chloe. Chloe hier, Chloe da. Hallo Chloe. This would be a nice photo of Chloe, framed by the sun. Ja, dann mach doch ein Foto. Nicht? Gut, nicht. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. Have a seat, Pete. Wird übersetzt mit pflanz dich hin, na gut. You're in a good mood. Seeing my step dork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Bin froh, ein Foto gemacht zu haben. Ihn zu fotografieren war komisch. Bin froh, ein Foto gemacht zu haben. I'm glad I took his photo with Kate. Just in case. Why was he all up in her shit? He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence.
Did you take a peek? Ja. Well, yeah, I couldn't help it. Never change. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh, other Blackwall students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He's so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Was ist Nathans Geheimnis oder selbst deins? What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. Ew. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Not totally. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Kommt aber nicht von mir, das Leck. Das muss von Twitch kommen. Ich habe 0% Verlust. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Ist immer noch gefährlich. Lass uns die Polizei informieren. Na gut, aber Polizei informieren bringt halt nichts ohne Beweise. Er ist immer noch gefährlich. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. Mach gut. Ich mach auch gleich Schluss, wenn die Episode vorbei ist. Dauert, glaube ich, nicht mehr so lange. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Oh no! Not again! Nein! Why is this happening to me? Why am I here again? Okay. Folge dem Reh. Gut, mach ich. Attacke. Is Chloe still up there? I have to find out. War knapp. Schnell. Alles war hinter uns. Glück gehabt. Los, lauf. Ist das jetzt irgendwie das Spirit Animal von irgendjemanden? Dieses Reh. Muss ja irgendwie so sein. Ich meine, sonst würde es ja nicht helfen. Ne?
irgendwie so. Oh my lord! The tornado is back! Whoa. Whoa! Na gut. Oh. Ey, komm, auf den letzten 10 Zentimeter oder was? Hä? Jetzt ausgerechnet hier eine Zeitung lesen. Nichts Besseres zu tun? Oh. Nein! Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real, it's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Oh, hallo Eva, deine Nachricht wurde gerade zurückgehalten wegen aggressiven Verhaltens. Hui ist offenbar auf der Bannliste. Ich weiß aber nicht warum. Hallo. Tja, was es damit auf sich hat, wir werden es erfahren. Und das war Episode 1 von Life is Strange.